Es ist mal wieder Resi-Zeit auf dem ZFM. Ethan Winters, aka der Mann, der sich die Gliedmaßen mit Desinfektionsmittel wieder dranklebt, kämpft sich so schnell wie möglich durch Zombies, Vampire und Werwölfe und das auch noch auf dem höchstmöglichen Schwierigkeitsgrad, ohne Glitches. Wer sich so etwas freiwillig antun würde, fragt ihr? Natürlich Alex Meister. So, Hallöchen. Euer alle zusammen. Also, ich bin Alex und ich werde Resident Evil 8 Speedrun auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und die Kategorie ist, wie schon bereits erwähnt, No Intro Speech. Also das Intro wird übersprungen, das ist so ein 5- bis 10-minütiges Intro. Und die Speech-Section, die wird einfach nur übersprungen, einfach nur aus RNG-Gründen. So, auf jeden Fall, ich habe mitbekommen, dass die Incentive auf Französisch gefallen ist. Also, oder? Genau, Französisch. Okay, perfekt. Also die Sprache ist dann auf Französisch gestellt und dann würde ich halt den Speedrun starten von einem bestimmten Speicherpunkt. Dort habe ich eine Pistole, Shotgun, Munition, noch ein paar andere Items und ja, auf geht's. Also, der Timer würde dann auch sehr bald starten in 3, 2, 1, go! Also. Also, wir kommen auch gleich zu dem ersten Trick. Ich heb hier nur ein paar Sachen auf. Also, ich werde versuchen, gleich an ein paar Mobs vorbeizulaufen. Ich konzentriere mich ganz kurz und schau mal, wie es läuft. So, perfekt. Also, das hat ganz gut geklappt. Also, was ich da halt gemacht habe, ich habe erstmal einen Sound kaputt geschossen, um die Gegner erstmal zu aggroen. Dann, weil ich zu weit weg war, habe ich sie de-aggroed. Und jetzt musste ich halt schauen, ob der Pfeil mich treffen wird oder halt nicht. Das ist auch der erste Reset gewesen. Also, in den nächsten paar Minuten wird eigentlich gar nichts passieren. Also von daher, falls es irgendwelche Donations gibt, kann man diese auch jetzt vorlesen. Zurzeit gibt es keine Donations. Okay, alles klar. Also, storytechnisch. Ethan, das ist der Protagonist. Er ist auch der Protagonist aus Resident Evil 7. Und nach den Ereignissen von Resident Evil 7 ist er in der Obhut von der BSA, die unter Chris Redfield steht, wurde er nach Europa gebracht. So, dort lebt er halt mit Mia und seiner Tochter Rose. Und in dem Intro wurde Mia erschossen von Chris. Einfach so. Und das Baby wurde gekidnappt und Ethan in einen Lastwagen gepackt. Ethan wacht irgendwann mal später auf, mitten im Nirgendwo. Lastwagen ist kaputt. Und er weiß halt nicht, was los ist. So, jetzt ist seine Mission einfach nur Rose finden. Sie retten, idealerweise Mia auch. Und genau, er ist dann halt zu einem Dorf gelaufen. Das ist dann das hier. Und er vermutet, dass da oben in diesem Schloss Dimitrescu auch seine Tochter ist. So, jetzt kommen wir auch zu einem Mikro-Trick. Ich buffer das Spiel ab und zu mal, dann laden die Items idealerweise etwas früher. Also, ich habe so eine kleine Platte aufgehoben, die werde ich dann halt an eine Tür aufsetzen oder einsetzen. Und damit öffnet sich so ein Geheimpfad in das Schloss. Und da mache ich mich jetzt auf den Weg. Bevor der eigentliche Speedrun losgegangen ist, habe ich einen Speicherpunkt geladen. So, und da drin in diesem Gebäude ist dann noch eine Platte gewesen. Die habe ich dann halt eben zuvor schon aufgehoben. So. So, jetzt komme ich auch gleich zu einem wichtigen Punkt. Und zwar, hier gibt es halt überall Krähen. Und die droppen halt sehr, sehr viel Gold auf diesem Schwierigkeitsgrad. Von, ich glaube, 1200 bis 3000 kann ich was bekommen. Und auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden so maximal 800. Also von daher ist es halt sehr wichtig, dass ich halt möglichst viele Krähen abschieße und deren Gold nehme. So. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Cinematic, die ich nicht sofort überspringen kann. Aber prinzipiell sieht man halt Folgendes. Es gibt dann halt hier die vier Hausherren, das sind so die Main-Boss in dem Spiel. Und die müssen wir später eins nach dem anderen killen. So, das Ding ist halt, in dieser Cutscene, da streiten sich alle, wer jetzt Ethan haben darf, um ihn zu foltern, dies und jenes. Heisenberg, das ist halt der auf der rechten Seite mit dem Hammer, gewinnt das Ganze und schmeißt Ethan an einen Death Run.
Und jetzt heißt es für Ethan einfach nur überleben, weglaufen, Lycans ausweichen. Und ja, das mache ich jetzt auch. So, ich achte auf den Typen oben links. Der kann mich nämlich ab und zu mal mitten in der Cutscene abschießen. So, das hat ganz gut geklappt. So, jetzt sehen wir auch, dass Ethan sehr, sehr viel Plattarmor hat. Normalerweise sollte er hier sterben an dieser Walze. So, das Ding ist halt, man muss sich nur umdrehen und hier in diese Multe gehen. Und schon ist Ethan am Leben. Und er überlebt das Ganze. Also jetzt muss ich einfach nur warten, bis die ganzen Animationen durchgehen. So, also alle halten Ethan für tot und es gibt Ethan so ein bisschen Momentum, um in das Schloss einzudringen. Ich double-checke gerade. So. Ich wünsche, hier gäbe es einen Checkpoint, damit das Ganze etwas schneller geht, aber da muss man ein bisschen warten. So, wieder nochmal ein paar Krähen und hoffentlich reanimieren sie sich nicht. Denn wenn Krähen etwas zu lange auf dem Boden bleiben, dann despawnen die nicht, sondern fliegen einfach wieder weg. So, eine ist jetzt weggeflogen, das ist jetzt ein bisschen unlucky, aber ich sollte genügend Gold haben für alles. Ja, geht voll klar. Perfekt, also. Ich habe halt meine Shotgun geupgradet. Ich habe ein Rezept gekauft für Bomben. So, und dann kommen wir gleich zu einem Riesenpunkt. Und zwar, das Ding ist halt, auf diesem Schwierigkeitsgrad wurden halt alle Waffen sehr stark genervt. Mit Ausnahme von Explosives. Und in diesem Speedrun heißt es einfach nur, so viele Explosives wie möglich einzusammeln und für sehr bestimmte Bosse zu verwenden, damit die überhaupt möglich sind, ohne das Messer zu benutzen. So, wir sind jetzt in dem Schloss Dimitrescu und jetzt gleich eine Sache. So, Ethan wird gefangen genommen von den Schwestern Dimitrescu und von Lady Dimitrescu. So, das Ding ist halt, am besten jetzt wegschauen, wer etwas sensibel reagiert auf Gore. Das Ding ist halt, Ethans Hände werden halt mit Sicheln aufgeschlitzt, also von daher wegschauen und ich gebe dann Bescheid, sobald das dann vorüber ist. So. Das ist alles gesagt. Du hast Schuld, dass Ethan noch am Leben ist, weil sie dachte, ja, er wird schon verbluten, passt schon. Ethan mit seinem Plot Armor hat das natürlich überlebt. Und rein zufällig ist neben ihm auch etwas Wunderwasser. Das gibt er sich einfach auf die Hände und dadurch sind alle wieder heil. So, wer jetzt weggeschaut hat, der kann jetzt wieder hinschauen. Alles ist jetzt vorüber. So, also, schon wieder, alle halten uns für tot, und jetzt laufen wir einfach etwas durch das Schloss, heben ein paar Items auf und machen einfach weiter. So, Sekunde. Genau, so, jetzt haben wir halt einen Ring aufgehoben, den werde ich gleich inspizieren, um meinen anderen Item zu erhalten. So, wir laufen jetzt einfach schon straks durch das Schloss. In der Story läuft halt Ethan überall herum, sucht nach Rose, dies und jenes, findet sie aber nirgendwo und genau, sucht einfach weiter. So. Jetzt wird Bella, eine der drei Schwestern, uns finden und dadurch ist das gesamte Schloss quasi wieder alarmiert. So. Sie möchte Ethan, ähnlich wie Cassandra, halt ausschlitzen, aber dieses Mal halt selber und folgt ihn jetzt. Wir springen wieder in den Keller runter, um ihr zu entkommen. So.
perfekt. Also da ist halt ein Kristall und das ist halt auch nochmal so eine Sache. Ich hebe alle möglichen optionalen Sachen oder halt Objekte auf, um halt die bei Duke zu verkaufen, um halt überhaupt diesen Run möglich zu machen. Wenn ich halt diese Kristalle nicht aufhebe, dann habe ich zu wenig Geld für Upgrades, macht zu wenig Schaden und das macht einfach dann keinen Spaß. So, auf jeden Fall, wir sind jetzt wieder im Kerker. Heben gleich ein paar Items auf, die man braucht zum Erstellen von Bomben bzw. Minen. Richtig gutes RNG. So, wir nähern uns auch dem ersten Miniboss und zwar Bella Dimitrescu. Ich achte darauf, dass er zu früh angreift. Gut. Genau, und bei dem ersten Miniboss werde ich halt ein paar Bomben craften. Und die auch gleich benutzen. So, diese Cutscene ausnahmsweise werde ich nicht überspringen, damit Bella Dimitrescu's KI konsistent bleibt. Also sie läuft dann halt nur nach links oder nach rechts. Wenn ich das Ganze überspringe, dann kann sie auf uns drauf springen, sie kann sich irgendwo hin teleportieren. Und genau, das ist auch eine der wenigen Cutscenes, die ich halt komplett durchspielen lassen werde. Okay, das könnte etwas... Oh, nice. Okay. Also. Kein Double Punch. Nice. Also. Sie ist ziemlich schnell gestorben, einfach nur, weil ich halt die Minen benutzt habe. Und, beim Kristallisieren habe ich nochmal auf sie geschossen, damit die Animation etwas schneller geht. Und ich einen Checkpoint Reset bekomme. So, der Bossfight lief ziemlich gut. Nice. So, hier hebe ich ein Pistolen-Upgrade auf, damit die Pistole halt eben ein bisschen mehr Schaden macht. Double-checke, ob ich auch alles dabei habe. So, wir haben vorhin eine Weinflasche aufgehoben, die werden wir auch hier benutzen, um eine Tür freizuschalten oder halt zu öffnen. Dort ist ein Schlüssel für eine andere Tür und so laufen wir halt durch das gesamte Schloss. So, hier habe ich ganz kurz pausiert und wieder entpausiert und dadurch hat sich der Schlüssel halt etwas schneller geladen. Das konnte ich halt direkt aufheben und quasi die Animation skippen. Hier habe ich kurz für eine Sekunde gewartet, bis die Voiceline sich abgespielt hat. Dann spawnt nämlich Cassandra etwas später. Heb wieder Items auf und mache einfach weiter. Für Marathon Safety nehme ich noch das hier mit. Ups. Genau. Wir nähern uns auch gleich dem ersten Puzzle von dem Spiel. Und im In den modernen Resident Evil Teilen sind halt alle Puzzles eindeutig, also alle Puzzles haben nur eine Lösung und die geben wir einfach schnell ein und machen dann noch weiter. So, Shoutout an die ganzen Resident Evil 3 OG Speedrunner, die müssen sich nämlich mit randomisierten Puzzles auseinandersetzen. Hier starte ich halt Checkpoint neu, damit Ethan diese Falle-Animation skippt und er sich richtig positioniert. So, hier habe ich ein paar Sachen auf. Okay. Hier schieße ich ab und zu mal auf die ganzen Gule, damit die Hitbox sich quasi wieder ins Wasser drückt. Und dann kann ich halt auf den laufen. Das hat bei einem ganz gut geklappt und bei dem anderen weniger. So, hier setze ich die FPS auch auf 30, damit meine Hitbox und die Hitbox an den Gegnern sich etwas minimiert und dadurch kann ich leichter an einigen Mobs vorbeilaufen. Dann muss ich halt entsprechend wieder auf 120 setzen, damit die Hitboxen sich normalisieren und das Spiel etwas schneller läuft. So.
Lady Dimitrescu hat währenddessen mitbekommen, was mit Bella passiert ist und ist sehr unzufrieden. So, sie wird uns gleich nämlich durch den Boden boxen und wir landen wieder im Keller. So. Hier werde ich nochmal einen Checkpoint resetten, damit die Türen aufgehen. Und ich kann dann einfach vorsprinten. So, diese Stelle wird ein bisschen interessant, weil ich werde zum einen, Ethans Hand wird schon wieder abgesäbelt. Und ich muss die KI hier ein bisschen manipulieren, die Angriffe etwas früher aktivieren, also dass die Animation etwas schneller anfangen. Dann kann ich außen rumlaufen und ein paar Items aufheben und... Oh. Okay, das ist sehr interessant. Nice. Gut, Lady Dimitrescu ist auch nicht super schnell in diesem Run. Das ist auch sehr nett. Hier habe ich die erste Maske auf. So, die Maske werden wir halt brauchen, um bei der Tür, wo wir halt gefangen genommen worden sind, da muss ich 4 Stück einsetzen, damit die Tür sich wieder öffnet. Da bekomme ich ein Zeremoniemesser und damit, Spoiler Alert, werde ich halt versuchen, Rose wiederzubeleben. So, nochmal ein bisschen WD-40 draufgesprüht und Ethans Hand und Klamotten sind wieder perfekt intakt. So, hier passiert einfach gar nichts. Die Cutscene kann ja nicht skippen. Hier konzentriere ich mich ganz kurz, um ein paar Tags zu baiten. So. Die Ghule können mich dann halt so one-shotten, indem der linke erstmal mich angreift und dann der rechte. Und das war's dann auch. Dann ist der letzte Reset nicht allzu weit weg, aber der ist halt ein bisschen nervig. So, hier wird Ethan seinen inneren Mozart rauslassen. Und ich muss das Piano hier spielen. Genau, das war auch das zweite Puzzle. Hier bekommen wir aus dem Klavier noch einen weiteren Schlüssel, den wir auch gleich gebrauchen werden. Ups. Und ich bin dann auch gleich bei dem zweiten Miniboss. Das ist nämlich Daniela, die zweite Schwester. So, da werde ich einfach ein paar Attacks baiten und währenddessen mit der Shotgun so oft wie möglich auf sie drauf schießen. Etwas unlucky, dass sie nach links gelaufen ist, anstatt nach rechts, weil ich hätte sie auch hinter dem Tisch loopen können. Aber das passt auch so. Perfekt. So, ich habe währenddessen nochmal ein paar Items auf. Und... So. So, hier schieße ich auf ein paar Glocken, damit ein Geheimpfad sich öffnet. Gut. Jetzt haben wir 2 von 3 Minibossen erledigt und begeben uns zur letzten Schwester. Hier checke ich, was für ein Drop das ist. Das ist Shotgun Ammo, das werde ich halt sehr gebrauchen. Ups. Also wenn man hier den falschen Schlüssel einsetzt, dann muss man halt 5 Sekunden warten. Absoluter Runkiller, muss man direkt resetten. So. Da habe ich eine weitere Maske aufgehoben. Und gleich geht's
zu Cassandra. Cassandra ist dann halt sehr ähnlich zu den anderen Schwestern, bloß dass sie halt sehr viel aggressiver ist. Und hier würde ich auch etwas weniger reden. Okay. Okay. Ich versuche eigentlich einen anderen Angriff zu baiten, aber genau der hier war es, weil der etwas länger dauert als die anderen und währenddessen kann ich halt leichter auf sie schießen. Hier, upsala. Hier habe ich nochmal so einen Totenkopf aufgehoben, den werde ich dann halt anstelle einer Maske setzen, damit ich halt überhaupt hier raus kann. Starte den Checkpoint neu. Kann idealerweise, genau, den Schatz aufheben und nach vorne laufen. So. So, alle Minibosses sind down. Und, Nice, okay. Nee, sie sprintet nicht. Okay, alles klar. Also, das Ding ist halt, normalerweise läuft man halt links rum, aber dieses Mal hat sich Dimitrescu offenbar sehr viel schneller umgedreht. Und ich musste halt nach rechts ausweichen. So, auf jeden Fall, gleich werden wir auch die Sniper Rifle aufheben und das ist halt so mitunter die beste Waffe im Spiel. Ich werde die dann halt für jeden Bossfight benutzen und sie auch am meisten upgraden. Schieße da noch ein paar Kisten ab für extra Loot. So, an der Stelle gibt es so fliegende Ghule. Und die sind tatsächlich ein Runkiller. Und zwar hier an diesem Aufzug. Da können halt entweder einer spawnen oder halt ein Dutzend. Wie der hier zum Beispiel. Da setze ich die FPS nochmal sicherheitshalber auf 30 runter, um irgendwie an ihm vorbeizukommen. Und stelle wieder zurück auf 120. Ich habe vorhin Sniper-Hammer aufgehoben, das ist sehr, sehr gut. Das passiert nämlich sehr, sehr selten. Das wird sehr praktisch sein gegen den ersten Main-Boss, Lady Dimitrescu. So, hier passe ich einfach nur auf, dass die ganzen Ghule nicht zu schnell sind, weil dann muss ich ein bisschen anders laufen. Genau, so, hier hebe ich auch die vierte Maske auf. Und werde mich dann zu der einen besagten Tür begeben. So. Nice. So, hier warte ich nochmal ganz kurz, bis ein Schatz zu sehen ist. So. Sehr spannend, ich weiß. So, auf jeden Fall, den Schatz hebe ich auf und jetzt muss ich aufpassen, denn Lady Dimitrescu ist vor mir gespawnt und auf 120 funktioniert der Trick auch, aber mit 30 ist es deutlich, deutlich sicherer, an ihr vorbeizulaufen. So, hier lasse ich sie nochmal kurz despawnen. Jetzt spawnt sie wieder, aber halt etwas weiter weg. S, P, J und R. Nice. Also, ich habe die Masken eingesetzt, die Tür öffnet sich gleich. Grade meine Sniper Rifle ab. Also Reload Speed, das ist halt sehr unnötig. Check, wie mein Goldstand ist und der ist echt sehr gut. Also, nice. Also ich hab's echt drauf damit. So, auf jeden Fall, ich habe nochmal extra Sniper Rifle Ammo gecraftet gegen den ersten Main Boss. Das wird Lady Dimitrescu sein. So, wir heben gleich das Zeremoniemesser auf.
pieksen damit Lady Dimitrescu und sie verwandelt sich in einen Zombie-Drachen. Oder Vampir-Zombie-Drachen. Und Ethan verliert auch danach das Zeremoniemesser und es passiert einfach gar nichts damit. So, auf jeden Fall, das ist Lady Dimitrescu. Und der Boss halt wird sehr interessant sein, denn ich werde halt einige Animationen baiten und währenddessen ihr versuchen, so viel Schaden wie möglich zu geben. Und währenddessen werde ich halt etwas weniger sprechen. Genau, ich werde auf sie nur mit der Pistole schießen, bis sie 7000 HP hat. Dann gibt es so ein HP-Check. Und danach fängt der eigentliche Boss halt so richtig an. Also, ich habe sie auf 4500 runtergebracht und jetzt fängt der Boss halt so richtig an. Sehr, sehr gut. Also ich habe sie dann auf 80 HP runtergebracht. Das heißt, ich muss sie einmal anschießen und die erste Phase ist vorüber. Und sie geht über in die zweite Phase. So, in der zweiten Phase wird sie uns in diesem Turm hin und her scheuchen. Und ich habe kurz eine Voiceline geskippt, indem ich einmal auf sie draufgeschossen habe. Hier schieße ich ein paar Mal auf sie drauf, damit sie so nah wie möglich an 3000 HP ist. Und gleich mit R werde ich versuchen, sie nochmal an 3000 HP zu bringen. Nice. So, hier bette ich halt ihre Angriffe wie folgt. Ich stelle mich auf die linke Seite des Turmes hin und dann charge sie und dann stelle ich mich halt rechts von ihr hin und schieße einfach mit der Shotgun auf sie. Ich glaube, die Shotgun will heute gar nicht critten. So, das war auch Lady Dimitrescu. Ich habe ihren Schatz aufgehoben und hebe jetzt so ein komisches Gefäß auf mit einer gelben Flüssigkeit. So, Ethan hat keine Ahnung, was das ist. Also wird er den einzigen Verbindenden fragen. Das ist Duke, der Händler. Ich glaube, den habe ich vergessen zu erwähnen. Aber auf jeden Fall, Duke ist der Händler. Er ist auch der einzige freundliche NPC in dem Spiel. Double-checke meine Muni und mache einfach weiter. So, bei Duke kann man auch nochmal einige Rezepte craften, um die HP zu erhöhen und so weiter und so fort. Dafür braucht man halt so Fische, Hühner und so weiter und so fort. Brauchen wir alles gar nicht, wird geskippt, weil selbst wenn ich 2000 HP habe, kann ich trotzdem geone-shotted werden. Also bringt es halt nichts. Oh, kein Jumpscare, okay. Auf jeden Fall, wir haben jetzt halt nochmal einen Schlüssel aufgehoben mit Flügeln dran. Also diese Flügel, mit diesem Schlüssel, mit einer entsprechenden Anzahl an Flügel, werden wir halt neue Areale freischalten. So, wir haben nur zwei Flügel, also wird halt nur ein bestimmtes Areal uns zur Verfügung stehen. Und ich kann jetzt beispielsweise nicht einfach straight zu Mother Miranda laufen oder so etwas. Nimm noch eine Krähe mit.
Und meine Munition ist ziemlich, ziemlich gut. Also ich habe nochmal 4 Schuss. Also skippe ich den Teil da vorne. Da liegen nochmal 4 Ersatzpatronen. So. Okay, nice. Also wir reden mit Duke und er erklärt uns quasi, was, wie das Ganze funktioniert. Die Schlüssel geben an, welches Areal wir besuchen können und er spoilert uns dieses Gefäß, welches wir aufgehoben haben, das ist tatsächlich Rose. Sie wurde schon aufgeopfert, um ihre Regenerationsfähigkeiten zu testen. Dann Mother Miranda denkt, dass Rose auch mutiert ist. Und von Duke bekommen wir dann nochmal den Tipp, wo die nächsten paar Flügel sind für den Schlüssel. Und dort begeben wir uns jetzt auf. Das ist nämlich ein Gebäude mit einem roten Kamin. So, jetzt wird ziemlich lange nichts passieren. Also, falls es jetzt nochmal eine Donation gibt, kann man diese vorlesen. Nee, bis jetzt kommen keine neuen Donation rein. Okay, alles klar. Also, hier schieße ich einmal den Like, um ihn aufzuwecken. Höre genau hin, wo er gerade ist. Und mache jetzt weiter. Weil ich habe ihn jetzt erschossen, damit er mich hierbei nicht stört. 070. Ups. Jetzt haben wir auch die zweite Pistole aufgehoben. Die werde ich auch benutzen in dem Run. Sobald ich den nächsten Main Boss Fight besiegt habe. Oder den nächsten Main Boss besiegt habe. So, hier achte ich mal darauf, dass ich nicht gehauen werde. Okay. Macht nichts, ich kann mich einmal kurz heilen und dann passt alles schon. So, der rote Screen ist ein Indikator, dass Ethan 1 HP hat. Ich hab's echt drauf damit. So, heil mich kurz und lauf jetzt weiter. Den habe ich kurz angeschossen, damit er mich gleich nicht ärgert. So, wir sind auch gleich an dem Gebäude, oder wir sind jetzt auf dem Dach von dem Gebäude mit dem zweiten Paar Flügel. Machen das hier auf, ich gucke ihn an, er erschreckt sich und ich kann damit interagieren. Ups, so. So, Duke wird uns gleich erzählen, wo der nächste Mainboss ist. Und das alles macht er eigentlich nur, weil er die anderen nicht wirklich leiden kann. In dem Add-on wird aber, also in dem Add-on von dem Spiel wird dann nochmal genau erklärt, warum er alles macht und was seine Absichten dahinter sind. Aber fürs Erste ist er eigentlich ein ganz Lieber. So, wir beginnen uns jetzt auf zum nächsten Main-Boss. Das wird dann Dimitrescu sein. Und dieser Boss, der ist ein bisschen anders als die anderen. Mit ein bisschen Money schon sehr viel. So, anstatt halt auf sie zu schießen mit Shotgun, Sniper, dies und jenem, werde ich sie mit einer Schere abstechen müssen. Wie das genau aussieht, zeige ich auch gleich. Nice. Auf jeden Fall folgendes. Hier sind überall Blumen und weiß nicht alles was. Und die geben halt so ein Gas aus, was halt die Leute, die halt hier entlang laufen, halluzinieren lässt. Und zwar ihre schlimmsten Albträume, um genauer zu sein. So, für Ethan ist das Schlimmste, dass Mia ihn verlässt und dass seine Tochter Rose mutiert zu einem ähnlichen Monster wie aus Resident Evil 7. Und jetzt versuche ich einfach nur, das Haus Beneviento zu erreichen. Und ich habe das Messer in der Hand, weil in Counter-Strike läuft man auch schneller mit dem Messer. Also probiere ich das hier auch, auch wenn es nicht funktioniert. Mhm.
Gleich haben wir auch den Eingang erreicht. Ja, genau, also, falls man es hier sehen kann, oder so wie man hier sehen kann, sind Ethans Hände so ein bisschen angeschlagen. So, das ist alles ein paar Lichens zu verdanken aus im Intro, das wir halt übersprungen haben. So, wir haben hier entsprechend einen Aufzug. Und jetzt warte ich einfach nur, bis ich oben angekommen bin. Dann laufe ich halt in das Haus und dann geht es halt weiter. Das Haus ist dann halt so aufgebaut. Also ich würde hier nochmal kurz einen Checkpoint resetten, damit ich mich ein bisschen weiter vorteleportiere und weniger zu laufen habe. Das ist dann halt in RTA, also in Real-Time-Attack, total unnötig. Aber in LRT, also Load-Removal-Time, spart das halt einige Sekunden hier und dort. So, also, wir sind bei dem Haus und gleich werde ich so einen kleinen Trick performen. Ich werde einen Schritt nach außen gehen und das Momentum von draußen nach innen übernehmen. Nice. Und kann jetzt durch das gesamte Haus düsen. Das spart dann so circa 5 Sekunden. So, in der Story wird Ethan hier alles absuchen, findet Rose nicht oder findet die weiteren Teile von Rose nicht, also begibt er sich halt in den Keller. So, mal wieder, Ethan sucht ganz überall nach Rose, vergeblich, findet nichts und stößt halt auf eine bestimmte Tür. Dort ist nicht Donna Donna Beneviento, sondern ihre Puppe Angie. Und Angie wird dann uns so ein bisschen durch den Keller terrorisieren. Das Ding ist halt, der Keller ist dann halt so wie eine Art Escape Room aufgebaut. Das heißt, man schaltet halt einen Teil von oder einen Raum frei, bekommt dann ein Clou, wie man halt den nächsten freischaltet und dann läuft man halt hin und her, bis man dann halt alles herausgefunden hat und dann kann man auch diesen verlassen. So, das ist das Hochzeitsdatum von mir und Ethan. Hier haben wir auch den Winding Key bekommen. Jetzt laufen wir halt zu einer Musikbox, spielen diese Musikbox ab und dann bekommen wir so eine kleine Zange oder und damit können wir einen weiteren Teil freischalten oder halt ein weiteres Segment von dem Haus freischalten. Und jo, hier ist die Musikbox. So. So, jetzt habe ich halt, wie gesagt, halt das Ding aufgehoben und kann jetzt an der Puppe einen Filmstreifen bekommen oder rausziehen und den werde ich dann halt gleich wieder benutzen. Sehr spooky. Dass Ethan diesen Film nicht mit Fingern rausziehen kann, das ist für jeden fragwürdig, der das Spiel gespielt hat. So. Jetzt wieder so ein Back and Forth. Er halluziniert wieder. Normalerweise sollte das so eine Art Jumpscare sein. Und genau, Ethan läuft halt ziemlich langsam in diesem Teil. So, hier gibt es einen sehr spannenden Film, der heißt auch The Ring. Und das gibt uns quasi so den Tipp, wo wir halt das nächste Teil finden, um weitere Segmente freizuschalten. Und dort werden wir uns auch sehr bald auf den Weg machen. Ich werde auch sehr ungeduldig bei der Cutscene hier oder bei dieser Animation. Thank you.
So. Überall versteckt sich auch Angie. Wenn ich in einer Ecke, dann in einer anderen. Hier halluziniert Ethan wieder. So, hier bekomme ich einen Teil von einem Medaillon. Das setze ich hier in eine Tür ein und dann kann ich halt diesen Brunnen erreichen. Hier gibt es auch keinerlei Skips, außer man kennt dann halt die ganzen Lösungen für die Puzzles und wo man hinlaufen muss, aber ansonsten ist es halt sehr straightforward. So, also wir steigen dann in diesen Brunnen herab, besuchen Samara, nehmen ihren Schlüssel und hauen auch direkt wieder ab. So, ich habe ja vorhin erwähnt, dass Ethans Top-Denkste einmal Mia sind und einmal, dass Rose zu einem Monster mutiert. Jetzt gerade hört man Rose mit dem kleinen Asterix versehen. So, hier passiert noch nichts. Jetzt trigger ich eine Animation. Wird aber noch nicht das Baby zeigen. Also das Baby ist ein bisschen mutiert und ist ein bisschen groß geworden. So, jetzt versuche ich nochmal zu dem Aufzug zu gelangen und merke, oh, Aufzug funktioniert immer noch nicht. Aber ich bekomme dann halt nochmal so ein Slate. Das setze ich in eine Tür ein und hinter der Tür wird sich dann auch noch eine Sicherung befinden, wodurch ich halt diesen Aufzug zum Laufen bringen kann. So, auf jeden Fall, es passiert noch gar nichts und gleich sieht man so ein bisschen von dem Baby. So. Wir holen dann gleich die Sicherung und ich werde dann gleich auch den sogenannten Babyskip performen. Babyskip ist einfach wie folgt. Ich werde an dem Baby vorbeilaufen. Im Casual Playthrough muss man sich dann halt unter Betten, in Schränken oder sonst irgendwo verstecken. Und das machen wir nicht, weil es sehr langsam ist. Deswegen werde ich versuchen, an dem Baby vorbeizulaufen. Das Baby ist ein bisschen groß geworden. Es gibt auch zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze macht. Entweder man schaltet runter auf 30 FPS und drückt sich halt so an dem Baby vorbei. Oder man performt den den Infamous Inflict 120 FPS Skip und der Trick ist einfach nur, ich ignoriere diesen FPS Skip und drücke mich einfach mit purer Gewalt an dem Baby vorbei. So, auf jeden Fall, wir haben halt wie gesagt diese Sicherung aufgehoben und laufen jetzt zu dem Aufzug und werden ihn halt wieder zum Laufen bringen und dadurch entkommen wir endlich diesem Keller. So, also, das Baby ist ziemlich, ziemlich groß. Da ist das Baby. Zugegebenermaßen erinnert mich das Baby sehr an das Baby aus Silent Hill PT. Aber vielleicht bin nur ich das. Sehr putzig. So, auf jeden Fall, wir sind jetzt aus dem Keller raus und möchten halt ein ernstes Wörtchen führen mit Donna. So, das Ding ist halt, Donna wird einfach ihre Puppen auf uns losschicken. Das ist halt so ihre Art und Weise, uns zu bekämpfen. So, und wir haben ja vorhin die Schere aufgehoben und mit der Schere werden wir auch Angie, also die Puppe, bekämpfen. Indem wir einfach zu ihr hinlaufen, mit ihr interagieren und das war's. Es gibt dann halt drei, das müssen wir dreimal machen. Das erste Mal, oder der erste Spawn ist dann halt hier hinter der Tür zu meiner Rechten. Dort werde ich halt mit Angie interagieren. Sie einmal mit der Schere pieksen und dann muss ich den zweiten Spawnort finden.
So, der zweite Spawnpunkt ist dann wieder in dem Wohnzimmer unten. Und da gibt es halt zwei Spawnpunkte. Einmal direkt links und einmal hinter einem Schrank. Das kann man heraushören, wo sie genau spawnt, oder man guckt einfach hier hin. Sie ist nicht dort, also ist sie hier. So, der dritte Spawnpunkt ist ein bisschen trickier. Entweder kann man halt richtig gutes RNG bekommen und ist dann halt hier oder weiter hinten. So, ich habe dann halt kurz gehört, dass hier dass so ein Ratteln oder ist das so ein Rattle hier rechts war. Also bin ich dann halt hier direkt nach rechts gelaufen. Das waren jetzt halt diese drei Spawnpunkte. Und jetzt stirbt auch RNG. Ja, in dem Metzung kann ich leider nicht skippen. Flashbang. So, und damit habe ich auch Donner gekillt. Okay. So, jetzt habe ich halt nochmal nächsten Teil von Rose aufgehoben und nochmal Angie. Und sie werde ich dann halt bei Duke verkaufen. So. Gleichzeitig haben wir halt noch mehr Flügel bekommen für die Schüssel und damit schalten wir halt wieder das nächste Areal frei. Und das wird dann mein Liebling sein, und zwar Moreau. Ich sag Liebling einfach nur, weil Moreau in den letzten Monaten immer versucht hat oder Essen bekommen hat, mich zur Weißglut zu bringen, weil er immer irgendwie einen Trick findet, mich zu ärgern. Entweder wird er halt Animationen skippen, entweder kann er mich one-shotten oder halt sonst irgendwas. Aber ich hoffe mal, dass das bei dem Run nicht der Fall sein wird. So, hier laufe ich ganz kurz an diesem Friedhof vorbei und schaue mal, ob ich random Loot bekomme. Habe ich nicht. Jetzt laufe ich halt wieder aus diesem Areal heraus, rede kurz mit Duke und mache mich dann auf zu Moreau. Hier hebe ich auch die nächste Shotgun auf, oder die bessere Shotgun auf. Und die alte Shotgun werde ich damit ersetzen. Schalte kurz auf 100, von 120 auf 30 herunter, um an dem Ghoul vorbeizuhuschen. Schlussendlich ist es dann halt so, entweder warte ich halt da eine halbe Sekunde, bis ich halt mich an dem Ghoul vorbeiquetschen kann, auf 120 FPS, oder ich investiere so circa 10 Sekunden, schalte auf 30 runter, laufe an dem Ghoul vorbei, schalte wieder zurück und das saved mir vielleicht eine Viertelsekunde oder so etwas. So, nehme ich hier gleich nochmal ein paar Schätze mit. Hab Sniper immer aufgehoben, das ist sehr, sehr gut. Gleicher Fall, ich investiere so circa 5 bis 10 Sekunden, um eine Viertelsekunde zu saven. So, ich habe dann nochmal die Pistole nachgeladen, damit die Pistole mehr wert ist beim Verkaufen. So, rede ganz kurz mit Duke, verkaufe ein paar Sachen und kaufe auch andere Sachen ein. Verkaufe mal die alte Pistole und die alte Shotgun und grade die neue Shotgun einmal ab und die Sniper wieder komplett. Ups. Und dann nochmal das da. Und das war's auch. À la prochaine fois. Ordne mein Inventar so ein bisschen an, damit ich später keine Probleme habe. So. Gleich hebe ich auch den Granatenwerfer auf, der dann halt sehr vielseitig nutzbar ist. Zum einen kann ich halt Explosives verschießen und ich kann nochmal Flashbangs schießen und beide sind extrem wichtig in dem Run. Ups. So. Kann ich das bitte? So, geht doch. Nice. Okay, also. Hab das nochmal in Shotgun
den Granatwerfer habe ich mit einem Shotgun jetzt auf die 1 gesetzt und laufe jetzt zum Morrow. So, der eine Wartziel wurde noch nicht getriggert. Der zweite erst jetzt. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich nicht angegriffen werde. Nein, sehr gut. So, um die Flügel und auch den Teil von Rose von Moreau zu bekommen, muss ich erstmal halt in das Gebiet laufen. So, und das Ding ist halt, jetzt steige ich in ein überflutetes Dorf und suche nach Moreau. Ethan hat aber mal wieder ziemlich viel Glück und wird Moreau auch sehr bald finden und noch mehr Glück haben und Moreau wird einfach nicht hinschauen, während wir einfach einen Teil von Rose uns stibitzen. So, da habe ich kurz den Kristall vergessen abzuschießen, das mache ich dann einfach beim Zurücklaufen. So, jetzt habe ich halt noch einen Teil von Rose aufgehoben und das gefällt Moreau absolut gar nicht. Er wird ihn jetzt versuchen zu jagen und so ein bisschen in sein überflutetes Gebiet uns zu drängen, damit er uns halt einfacher besiegen kann, weil so ist er verwundbar und wenn er halt im Wasser ist, ist er quasi unverwundbar, außer man hat halt ein U-Boot und ja. So, die Munition ist echt ziemlich gut. Jetzt schaue ich einfach mal, dass der Icon hier nicht von mir getriggert wird und auch der Icon im Gebäude nicht. Nice. So, also, wir haben zwar Rose, aber wir haben halt nicht weitere Schlüsselteile, um das nächste Gebiet freizuschalten. Und das bekommen wir dann halt wirklich nur, wenn wir halt Moreau besiegt haben. So, um Moreau zu besiegen, müssen wir halt das Wasser erstmal irgendwie umleiten und um ihn halt angreifen zu können. Das machen wir auch gleich. Und um das Wasser umzuleiten, werden wir halt einen Damm öffnen. So, um den Damm zu öffnen, brauchen wir Strom. Und Strom bekommen wir halt durch die drei Mühlen. So, eine ist schon direkt aktiviert und wir müssen dann halt nur noch die zwei anderen aktivieren. So, das war Moreau in seiner Fischform. Und gleich werden wir Chris begegnen. Aber die Cutscene skippe ich einfach mal. So, und der Cutscene erklärt halt Chris, dass er auf einer Mission hier ist und dass Ethan sich raushalten soll. Ethan sagt so, nö. Er sucht nämlich seine Frau und sein Baby. Chris sagt so, nee. Nee, du. Lass es trotzdem sein. Und Ethan, so stur wie er ist, sagt einfach nochmal nö. Und handelt auf seine eigene Faust. So, ich double-checke kurz. So, das ist dann auch die erste Mühle, die kann ich halt nicht sofort aktivieren, sondern muss halt erstmal eine Reihe von anderen Objekten freischalten, was anderes aktivieren und dann funktioniert es auch. So, ich habe kurz eine Kiste aufgemacht, habe Gold bekommen, was ziemlich, ziemlich gut ist. Besser wäre Sniper-Ammo, aber man kann auch nicht alles haben. So, wir haben zwar keine Munition, aber hier spawnt immer Munition und deswegen mache ich jetzt weiter. So, auf diesen Platten hat man nur einen bestimmten Timer, man kann nur eine bestimmte Zeit auf. Hallo? Normalerweise sollte hier so eine kleine gelbe Markierung sein, dass man halt auf dieses Teil schießen kann. Aber das ist einfach weg, I guess. Okay. Also schieße ich dann halt von hier aus drauf.
Normalerweise sollte sowas nicht passieren, aber okay. So, Versuch Nummer 2. Wie bereits erwähnt, man darf dann halt auf diesen Platten. Und was ich seit kurzem auch nicht wusste, ist, man hat überall nur einen bestimmten Timer. Weil Maro kann halt aus dem Wasser springen und uns ins Wasser ziehen und dann halt auffressen. So, hier warte ich einfach nur, bis diese Animation vorüber ist. Dann starte ich nochmal einen Checkpunkt neu. Drehe mich um und kann auch weitermachen. So, das ist auch einer der... Also dieser Teil ist dann halt einer der Hauptgründe, warum ich nicht einen Interaktionsbutton habe, sondern gleich zwei. Und die spamme ich halt die ganze Zeit. Weil es kann dann halt sein, dass sowas passiert und... einige Inputs quasi verloren gehen und deswegen spammt man halt Q und F oder Q und E so viele wie möglich, um halt die Inputs durchzubekommen. So. Wie man gehört hat, ist Maro sehr auf uns fokussiert und er möchte halt... Er macht das eigentlich nur, damit er halt seine Mom nicht enttäuscht, beziehungsweise Mother Miranda. Ich habe jetzt 3 Schuss in meiner Pistole und... ziemlich viel... Oh, nice. So, ich habe ein bisschen weniger Shotgun-Ammo, aber weil die Sniper-Ammo so viel wert ist, werde ich einmal einen Schuss investieren, damit ich ein Schleimgedöns hier aus dem Weg beseitigen kann. Also wir haben 21.500 Lay. Das wird für den übernächsten Teil ziemlich gut sein. Also ich bin eigentlich echt gut gewappnet für alles. Und noch mehr Geld. Hier muss ich ganz kurz mit dem Teil interagieren, damit ich halt die Crank wieder ansetzen kann, damit ich auch die erste Mühle aktiviere. So. So, Mühle Nummer 1 bzw. jetzt 2 funktioniert und jetzt muss ich nur noch mit der dritten interagieren. So, das alles ist eigentlich ziemlich safe, also Maro kann mich eigentlich nichts anhaben. So, das Ding ist halt, Ethan hat ziemlich viel Plot Armor, Maro verfehlt ganz knapp und Ethan kann einfach weitermachen. Hier warte ich, bis noch ein Checkpoint geladen hat. Dann teleportiere ich mich an eine andere Stelle und kann sehr viel weniger laufen. Okay. Double-checke, dass auch alles nachgeladen ist. So, jetzt läuft nicht den Damm und dadurch, genau, verliert Maro sein ganzes Territorium und er ist jetzt angreifbar, beziehungsweise auch verwundbar. Jetzt hoffe ich, dass es Maro und alle seine Pracht. Ich versuche jetzt nochmal so einen kleinen Speedboost zu bekommen. Das hat auch gut geklappt, sehr nice. Jetzt folgendes. Hier gibt es nochmal einen Extended Mag für die Pistole. Es ist halt sehr optional, aber weil ich halt gar keinen Schuss mehr habe, werde ich das auch kombinieren und habe jetzt wundersamerweise ein volles Magazin. So,
So, also dieser Boss wird halt sehr, sehr präzise sein. Das Ding ist halt, ich werde halt so oft wie möglich auf die Schwachstelle von Moreau schießen und dabei darf ich halt keinen Fehler machen. Im Sinne von, ich darf halt nicht verfehlen, ich darf nicht zu wenig Schaden machen und ich darf auch nicht zu viel Schaden machen. Ansonsten wird er bestimmte Animationen halt etwas anders ausführen und dann ist es halt nicht mehr möglich, ihn richtig zu killen. Deswegen werde ich während diesem Teil auch etwas ruhiger sein. Die Schwachstelle ist halt seine Zunge, beziehungsweise auch sein Oberkörper. Zwei, drei und vier. Swappe meine FPS nochmal auf 30, um an ihm vorbeizulaufen, ohne gehittet zu werden. Lade währenddessen nach, schalte wieder zurück auf 120 und kann jetzt nochmal weitermachen. Der Schaden ist eigentlich ganz gut. Jetzt schieße ich auf eine bestimmte Stelle, um ihm konstant oder halt möglichst konstant 170 Schaden zu machen. Nice. Also, ich habe dann halt mit den ganzen Bomben ihn gekrittet und ihm knapp 9500 Schaden verursacht. Und das hat dann halt gereicht, um ihn fast zu one-shotten. Der Boss heute halt extrem gut. So, noch mehr Sniper-Ammo, weil, warum auch nicht? Sehr nice. Heb noch mehr Items auf. Mehr Schlüsselfragmente oder beziehungsweise halt Flügel für die Schlüssel. Und jetzt habe ich den Schlüssel quasi fertig gelevelt. Jetzt kann ich halt fast alle Areale betreten. So, jetzt kann ich auch aus diesem Gebiet abhauen. So, das brauche ich dann halt für sehr viel später. So, jetzt warte ich einfach nur noch, bis ich hier raus darf. Und gleich werde ich halt das erste optionale Gebiet betreten. So, es ist für diesen Speedrun nicht optional, weil hier werde ich halt Wolfsbane aufheben. Das ist dann halt so eine Magnum-Pistole und die ist dann halt echt extrem stark. Und die werde ich dann halt für zwei Bosse sehr brauchen. Und auf niedrigeren Schwierigkeitsgraden kann man die einfach dann sich bei Duke kaufen, weil man halt so viel Geld hat, aber ich hier auf diesem Schwierigkeitsgrad eben halt nicht. Ich nehme hier nochmal kurz eine Krähe mit. Sehr nice. Hebe noch mehr Munition auf, also das ist halt echt krass, wie es läuft. Etwas anders, ja, aber das passt schon.
Okay, Wauzi ist sehr, sehr close zu mir. Ich schau mal. Okay, der wurde einfach gar nicht getriggert. Auch sehr nice. Nice. Also, jetzt bin ich auf dem Weg zu dem nächsten Main-Boss. Und das ist dann halt Yurias. Und jetzt wird einfach gar nichts passieren für die nächsten 2 Minuten. Außer, dass ich halt Shift-W gedrückt halte und nochmal ein bisschen meine Maus hin und her bewege. Gibt es in der Zwischenzeit eine Donation, die man vorlesen kann vielleicht? Nee, wir haben immer noch keine neue Donation bekommen. Okay, alles klar. Also, storytechnisch haben wir jetzt halt mehrere Teile von Rose bekommen. So, das Ding ist halt, wir haben 3 von 4 und das vierte bekommen wir dann halt bei Yurias. Yurias ist jetzt halt kein House Lord wie halt die anderen, aber er ist einer von vielen Geschwistern, die dann halt auch Mother Miranda beschützen. Also den finalen Bossfight. So, und hier gibt es einen sehr besonderen Trick. Und zwar, links wäre theoretisch der nächste Bossfight. Aber der Trick ist einfach, anstatt nach links zu gehen, nach rechts. Und das war's. So, es gibt mir einen Boss. Ich double-checke ganz kurz die ganze Munition. Alles passt, alles ist sehr, sehr gut. Jetzt achte ich auf Folgendes. Hier werden halt unheimlich viele Lycans spawnen. Wenn ich halt ein aus Versehen kille, dann werden halt sehr viel mehr nachspawnen und deswegen stagge ich die meisten einfach nur und laufe an allen vorbei. Ich werde zwar ein paar gleich killen, aber das wird nichts ausmachen. Hauptsache, dass ich halt hier problemlos vorbeilaufen kann. Also für alle Fälle habe ich meine Shotgun bereit, falls einer von denen sich etwas anders überlegt und mich eingreift. So. Das killt sie nicht, das betäubt sie nur. Auf der linken Seite sieht man auch die ganzen HP von den ganzen Gegnern. Und 5 von denen haben 100 HP. So, den habe ich auch. Einen habe ich gekillt. Das sollte nichts ausmachen. Hoffe ich. Noch mehr Sniper-Ammo. Warum auch nicht? Okay, da laufen gerade ein paar hoch. Nice, okay. Nicht nice, okay. Also. So, hier muss ich mich ein bisschen beeilen. Denn Ethans HP regeneriert sich nur sehr langsam. Jetzt gerade bin ich halt bei 120 und ab 300 kann ich wieder normal laufen. So, die ganzen Lycans haben mich nicht verfolgt, weil es so ein Safe Area ist. Aber ich muss gleich ein bisschen warten, bis ich wieder auf 300 AP bin, um den nächsten Teil normal durchlaufen zu können. So. Hier starte ich kurz einen Checkpoint neu, damit die KI etwas konsistenter ist und die ganzen Mobs ein bisschen später spawnen. So, der Boy droppt. Hier droppt einer. Ein zweiter, aber der zweite hat sehr viel später angegriffen. Deswegen konnte ich an ihm vorbeilaufen. So, bei einem Double Drop kann man eigentlich nichts machen, außer halt auf gutes RNG hoffen. Im schlimmsten Fall wird man dann halt direkt gekillt. Aber in dem Fall ist es halt gut ausgegangen. Hier habe ich nochmal ein bisschen Munition auf, laufe an allen vorbei. Und gleich werde ich auch den nächsten Main-Boss fighten, also Yurias. Yurias ist auch ein besonderer Boss. Man muss nämlich nur seinen Kopf treffen, damit man halt am meisten Schaden macht. Und dafür werde ich halt auch etwas ruhiger sein, um mich ein bisschen besser zu konzentrieren. Genau, die normale Animation zum Durchschleichen ist ein bisschen langsam, also gibt es halt so ein bestimmtes Muster oder halt so einen Rhythmus, den ich halt tippe. Und dann kann ich halt etwas schneller mich da durchzwängen. So, auf jeden Fall, Yurias. Alle Waffen sind nachgeladen, ich habe alles, ich bin ready. Also, ich droppe jetzt down, schieße einmal
hier mit dem Granatenwerfer und schieße jetzt nur noch auf den Kopf. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich... Ah, das ist jetzt unlucky. Also, diese Animation ist dann halt unlucky, weil er hebt diesen Pylon auf der rechten Seite nicht auf, beziehungsweise diesen Pfeiler. Und deswegen wird er mich direkt angreifen und er wird dabei nochmal mehr Lycans spawnen. Da kann man eigentlich nichts wirklich machen, außer man dodgt einfach alles wie ein Weltmeister. Aber der einfachste Weg ist einfach zu resetten und einmal das nochmal neu zu probieren. So, Versuch Nummer 2. Hoffentlich klappt alles. Ich warte bisher. Richtig. Das ist die richtige Animation gewesen. Ich schieße ihn nochmal ein paar Mal an. Hebe ein paar Bomben auf und jetzt schieße ich ihm nur noch in den Kopf. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass die ganzen Lycans mich nicht hauen. Nice. Das war auch der ideale Bossfight. Ich habe einen übersehen. Wo habe ich den übersehen? Da. So. Also, ich heb jetzt nochmal ein paar Kristalle auf. Die werde ich halt verkaufen. Und... weitermachen. So, jetzt habe ich den letzten Teil von Rose aufgehoben und kann das jetzt in diesen Obelisken oder wie auch immer einsetzen und diesen Reanimationsprozess in die Wege leiten. So. Noch mehr Schätze zum Verkaufen. So, und jetzt cruise ich einmal durch dieses gesamte Gebiet und mache dann weiter. So, der nächste Teil, das wird dann Heisenberg sein. Und Heisenberg ist dem eigentlich gar nicht mal so schlimm. Also das Ding ist halt, er hat halt gute Absichten. Er will halt selber Mother Miranda zum Fall bringen. Einfach nur, weil er sich an die ganzen Menschenexperimente, die an ihm durchgeführt worden sind, erinnern kann. Und die anderen Haussachen halt eben nicht. Deswegen, er hat dann halt einen sehr tiefen Groll gegen sie. Und baut deswegen eine Metallarmee. Aus Mecha-Zombies, aus Drill-Mecha-Zombies und weiß ich nicht alles was. Und er hat dann halt so ein Angebot an Ethan. Und zwar, er möchte halt mit ihm zusammen Mother Miranda besiegen. Aber dafür braucht er halt Rose. Beziehungsweise er möchte halt Rose in eine Waffe verwandeln quasi. Und Ethan wird das gar nicht gut gefallen. So, hier setze ich nochmal die ganzen anderen Teile ein. Warte, bis die Animationen vorüber sind. Tu diesen Obelisk oder wie auch immer einfach mal in den Rucksack und lauf damit einfach weiter. Ich habe gerade kurz nochmal die Granatenwerfer nachgeladen. Ich werde nämlich als erstes Flashbangs brauchen. Was? So, ich setze diesen Obelisken auf dieses Gedönste hier auf oder auf diese Druckplatte und damit geht dieser Obelisk quasi in diesen Reanimationsprozess. Wie das genau funktioniert, darauf werde ich etwas später eingehen. Aber auf jeden Fall öffnet sich dann halt ein Weg zu Heisenbergs Fabrik. Wie vorhin erwähnt, er möchte halt Rose in eine Art Waffe verwandeln. So, Ethan findet das gar nicht gut
Und deswegen wird er halt alles ablehnen. Und Heisenberg schmeißt ihn halt in den Keller runter schon wieder. Und Ethan muss sich dann halt quasi einen Weg bahnen aus der gesamten Fabrik. Und das wird dann halt relativ ähnlich aufgebaut sein wie Donna Beneviento's Escape Room Kerker oder Keller. Bloß mit der Ausnahme, uns werden tatsächlich Feinde angreifen und wir haben halt immer noch unser gesamtes Equipment. Die Sniper lade ich bewusst noch nicht nach, weil ich werde später die nochmal upgraden, beziehungsweise das Magazin nochmal upgraden und dann bekomme ich halt einen vollen Satz an Munition. Also wenn ich jetzt nachladen würde, würde ich halt quasi damit 8 Schuss verschwenden. Ich hebe noch ein paar Sachen auf, die ich später gebrauchen könnte. Aber jetzt in diesem Stadium ist es halt so, alles ist fast schon optional, was ich aufhebe. Aber es ist einfach nice to have, für den Fall der Fälle. So, genau, hier ist auch die Cutscene mit den ganzen Verhandlungen. Die waren sehr kurz. Und jetzt haue ich von Sturm ab. Sturm ist dann halt so ein Miniboss, der hat dann so einen riesen Propeller anstatt einen Kopf. Und er jagt uns gerade durch die gesamte Fabrik. So, Ethan haut jetzt ab. So, jetzt ist so eine witzige Sache hier. So, das Ding ist halt, Ethan tut sich ab und zu mal schwer, hier hoch zu klettern. Und, hey, okay, also, second try, nice. Ab und zu kann man hier einfach eine Minute oder zwei damit verbringen, einfach nur eine Minute verbringen oder zwei und hoffen, dass Ethan endlich mal die Kanten greift und hochklettert. Ich schau mal ganz kurz, was das für ein Drop ist. Ich werde den eh aufheben, also es ist eigentlich... Nice, also es ist Pistolenmunition, brauche ich nicht, nimmt zu viel Inventarplatz ein, deswegen schieße ich ein bisschen weg, um halt eben wieder Inventarplatz zu bekommen. So, das ist auch die gesamte Fabrik und das wird, wie vorhin erwähnt, so ähnlich sein wie bei Donna Beneviento. Ich double-checke noch kurz alles. So, also. Es gibt dann halt hier ein paar Türen. Die haben so einen roten Button, auf den schieße ich drauf und dann öffnet sich die Tür. So, hier wird es 2 Zombies geben. Da werde ich an denen vorbeilaufen. Mit 30 FPS. So. Hier, so wie immer, ist nirgendwo Strom. Und deswegen aktivieren wir erstmal den Strom. Stellen den Schlüssel her, um abzuhauen. Und dann haben wir auch dieses Areal bewältigt. So, hier gibt es so eine Art Tiegel, der dann halt alle möglichen Items craften kann. Man braucht dann halt einfach nur eine Mulde, beziehungsweise so eine Art Rezept, um das craften zu können. Da habe ich ein paar Zombies geflashbanged und hoffe, dass der erste Zombie nicht direkt aufsteht. Ansonsten muss ich nochmal auf 30 FPS swappen. Das ist nicht der Fall. Nice. Also. Hier stelle ich ein Teil her, wodurch ich einen Geheimgang öffnen kann. Gehe hier ganz kurz nach links und wieder nach rechts und dann de-aggro ich diesen Panzersoldaten. Und kann einfach das Teil wieder aufheben. So, jetzt kommen wir zu dem, meiner Meinung nach, oder einer der schwersten Teile von dem Spiel. Und zwar diese Zahnräder, die dann halt auf einen eindreschen. Es kann dann halt, man kann gutes RNG haben, man kann schlechtes RNG haben, aber hier lasse ich mir etwas mehr Zeit und schau mal, dass ich nicht von denen gewone-shottet werde. Weil wenn ich hier an der Stelle sterbe, dann wird... Sekunde. Dann wird die eine Schublade, die ich gerade aufgemacht habe mit einem Dietrich, sich wieder verschließen und dann werde ich halt noch mehr Zeit verlieren. Und
Dadurch wird ein Dodgen sehr, sehr viel schwerer, beziehungsweise auch teilweise nicht möglich. Aber das ist ganz gut gelaufen. Jetzt mache ich einfach weiter. So, wechsel die Munition. Bekomme noch mehr Geld. Das ist sehr, sehr gut. Gebe noch so eine Art Rezept auf und kann dann gleich das nächste Teil herstellen. Ich dodge an diesem Panzersoldaten, indem ich einfach mich ducke und entweder zu seiner linken oder rechten vorbeischleiche. Das ist halt so eine Art Blindspot bei ihm. Sehr nice. So, die ganzen Mobs verfolgen mich, das ist aber egal, weil die nicht wirklich schnell sind. So, jetzt habe ich einfach nur mit dem Granatenwerfer auf eine Tür geschossen, damit ich halt etwas schneller die Tür aufbekomme und nicht 5 Schuss investieren muss. Und vor allem Zeit. Nice. Um die Tür zu öffnen. So, da habe ich halt nochmal ganz kurz auf 30 FPS geswappt, damit die Zombies nur verspätet mich angreifen. Ah, okay. Hier starte ich kurz nochmal den Checkpoint neu. Damit der Super-Mecha-Zombie, wer auch immer, etwas später sich nochmal reanimiert. Beziehungsweise auch in diesem Fall einfach gar nicht, das ist auch nett. So, hier habe ich noch meinen Kristall abgeschossen, fällt auf den Boden, ich heb's auf und mache einfach weiter. So, im Hintergrund laufen halt die ganze Zeit diese ganzen Dialoge, wo halt okay. Laufen die ganze Zeit die ganzen Dialoge zwischen Heisenberg und Ethan, wo halt Heisenberg versucht, Ethan weiß zu machen, dass Rose eigentlich eine Biowaffe ist, aber Ethan denkt sich so, nö, ignoriere ich jetzt einfach mal und macht einfach weiter. So, da habe ich kurz auf 120 auf 30 geswappt, damit ich viel leichter an den ganzen Mobs vorbeilaufen kann. So. So, irgendwann mal gibt auch Heisenberg auf, mit ihm zu argumentieren und denkt sich so, ach egal, dann kill ich dich und nimm Rose auch so. Und Ethan denkt sich so, auch nö, falls er irgendwas denkt. So. Genau, hier gibt es dann halt überall so kleine Schätze, die ich halt abschießen kann, um beispielsweise Gold, Kristalle oder sonst irgendwas zu bekommen. Und die nehme ich alle mit, weil ich werde ja die Wolfbane, habe ich ja erwähnt, die ist ja sehr, sehr stark, also die Magnum. Und die werde ich dann auch benutzen bei dem Mini-Boss-Fight gegen Sturm. Und dafür brauche ich halt extrem viel Gold, beziehungsweise Lay, um die abzugraden. Upsala. So. So, die ganzen Mecha-Zombies, die sind jetzt alle aktiv. Dass er hier ist, das macht nichts. Ich flashbang ihn einfach und lauf weiter. So. Ich hoffe mal, dass die Flashbang alle betäubt hat. Ja, sehr nice. Also, ich habe halt hier so 3 rote Punkte abgeschossen. Damit hat sich auch diese Turbine verabschiedet und ich kann jetzt weitermachen.
So, wie man halt sieht, es gibt dann halt sehr viele Elemente, wo es halt, wo das Momentum von dem Spiel so ein bisschen, sich verringert und dann beschleunigt es sich wieder. Das hat dann halt so ein komisches Hin und Her, weswegen man ab und zu mal sehr fokussiert ist mit den Speedrun und ab und zu mal kann man einfach sich zurücklehnen und einfach Stift W gedrückt halten. So, aber auf jeden Fall, man hat dann halt sehr viel Zeit, um mal durchzuschnaufen und eine kleine Pause einzulegen und muss halt nicht die ganze Zeit auf 100% laufen, was halt extrem praktisch ist bei diesem Speedrun, beziehungsweise auch bei diesem Schwierigkeitsgrad, weil man halt am Anfang halt sich um alles gekümmert hat, beziehungsweise halt überall 100% geben musste. Ich habe gerade aus dem Augenwinkel gesehen, dass da eine Frage war, ob es einen Speedrun gibt mit Messer oder mit Fäusten only. Ja, gibt es. Also es gibt dann halt Knife-only Speedruns für, ich glaube, fast alle oder alle Resident Evil-Teile. Auch Resident Evil Village. Das Ding ist halt, Resident Evil Village auf Village of Shadows Difficulty mit Messer ist definitiv möglich. Aber man muss halt extrem viel Zeit mitbringen, einfach nur, weil das Messer, ich glaube, 100 oder 120 Damage macht. Und bei einem Boss, der dann halt 26.000 Leben hat, das dauert extrem lange. Also da kann halt ein Boss halt locker so 20 Minuten oder so etwas in Anspruch nehmen. So, hier rufe ich nochmal diesen Aufzug und ich habe vorhin diese Mulde aufgehoben, um halt diesen Schlüssel herzustellen. So, diesen Schlüssel werde ich dann dort einfügen und dann kann ich auch abhauen. Hier verschwende ich nochmal ein bisschen Munition, um Platz zu bekommen. Jetzt gehe ich nochmal runter, stelle halt diesen Schlüssel her und kann dann auch fast schon entkommen. So, dieses Mal hatte auch Heisenberg verstanden, wie Ethan läuft und hat präventiv noch ein paar mehr Mobs überall geschickt, beziehungsweise mehr Mobs geschickt zu diesem Tiegel, um es zu beschützen. Aber Ethan kommt da trotzdem durch. Ich habe hier kurz gewechselt, um die zu betäuben und um den Boy auch zu betäuben. Sehr gut. Jetzt hebe ich halt diese Munition auf. So, und jetzt theoretisch könnte ich einfach nicht so getroffen werden. Ich betäube ihn kurz, heil mich und kann jetzt weiterlaufen. Normalerweise kann man halt an diesem Supersoldaten da den Angriff dodgen, indem man einfach nah nach links läuft und dann sich duckt und an der rechten Seite vorbei läuft. Ungefähr so. Aber auf den Stufen ist es halt sehr viel schwerer. Also hier schalte ich nochmal um auf 30 FPS und werde halt an diesen Mobs hier vorbeilaufen. Und danach werde ich halt den Herren hier einmal kurz flashbangen und so an ihm vorbeilaufen. Dieser Trick funktioniert halt beispielsweise absolut nicht auf 60 oder auf 120 FPS. Das wurde relativ schnell gefunden, dass das halt so der Fall ist. Und deswegen hat man halt überall so Stellen herausgefunden, wo man halt auf 30 FPS warten kann, damit man halt leichter an Mobs vorbeilaufen kann. So. Ich habe keine Pistolenarmor mehr, das brauche ich auch nicht mehr. Ich werde nämlich die Pistole verkaufen und halt die ganzen Kristalle, die ich eingesammelt habe, auch um die Magnum, beziehungsweise halt die Wolfbane, gleich abzugraden. Für den nächsten Miniboss, das wird nämlich Sturm sein. Ça vient de Lord Moreau. So, ich double-checke ganz kurz. Ich habe ein bisschen wenig Shotgun-Ammo, deswegen werde ich noch mal ein bisschen mehr kaufen. Das hat den Grund, dass ich Heisenberg damit fighten werde. So.
double-checke alles, ich habe alles richtig. Und genau, der Boss heute wird dann halt sehr straightforward sein. Ich betäube ganz kurz Sturm, laufe an ihm dann links oder rechts vorbei und schieße ihm die ganze Zeit auf, in den Rücken. Diese Schwachstelle hier. Hier habe ich halt einen Schuss daneben gesetzt und muss halt direkt neu starten, einfach nur, weil die Magnum so knappe 1500 Schaden macht. Und wenn ich halt einmal daneben schieße, dann reicht der Schaden überhaupt nicht aus, um ihn halt zu killen. Ich müsste dann halt sehr, sehr viel Shotgun-Ammo und Sniper-Ammo investieren. Und das kann ich mir absolut nicht leisten. Dieses Mal hat es sehr gut geklappt. Jetzt warte ich, bis er sich ein bisschen umdreht. Drücke ihn so ein bisschen Richtung Ausgang und kann idealerweise den Schatz aufheben, bevor die Tür aufgeht. Oder so. Gut. So, gleich kommen wir auch zu dem nächsten Hauptbossfight. Das wird nämlich Heisenberg sein. So. Dieser Bossfight wird dann halt komplett anders sein als so klassische Bossfights. Nein, ich werde ihn nicht mit der Schere pieksen. Ich werde in einen Panzer einsteigen, den Chris gebaut hat, und Armor Core 6 mäßig ihn fighten. So, jetzt laufe ich nur noch ein bisschen durch, interagiere mit ein paar Türen. Ethan rutscht ab, fällt wieder in den Keller und macht sich auf den Weg zu Chris. So, an der Stelle möchte ich mal kurz erwähnen, dass der Boss halt extrem laut ist. Also entweder sollten die Zuschauer die Volume ein bisschen senken oder ich schalte gleich die Lautstärke des Spiels ein bisschen runter. Voll aufdrehen, ja, voll aufdrehen. So, ich warte hier an dieser Ecke und schieße gleich eine Tür frei. Swap auf 30 FPS, damit ich ein bisschen weniger gestaggert bin. Das spart vielleicht 0,1 Sekunden oder so. Aber die 0,1 Sekunden nehme ich natürlich mit, vor allem bei RTA. So, Checkpoint ist jetzt geladen. Ich schalte wieder zurück und restarte den Checkpoint. So, und jetzt der Hauptbossfight. So, wie gesagt, das wird dann halt so ähnlich sein wie in Armor Core 6. Ich schieße dann einfach die ganze Zeit auf diese ganzen Schwachstellen, bis er halt tot ist. So, theoretisch kann man das dann mit einer Hand machen, aber ja, so confident bin ich nicht. Man kann ein bisschen unlucky sein und diese ganzen Schrottteile überall, die können dann halt so landen, dass sie perfekt alle Schwachstellen abdecken. Das ist mir vor ein paar Tagen tatsächlich passiert und seitdem spiele ich diesen Boss halt nicht mehr mit einer Hand durch. Schieße dann die ganzen Schwachstellen von rechts nach links ab und benutze jedes Mal den Raketenwerfer, sobald der wieder verfügbar ist. So, ab und zu man hatte so Special Attacks auf Lager, die sind uns eigentlich total egal. So, der Boy hat nämlich 100.000 HP und ich bringe ihn jetzt auf 9.000 runter. So. So,
Also, wir kommen zu eigentlich, dass Heisenberg so ein Decepticon ist. Das Ding ist halt, er, die ganzen Experimente, die an ihm durchgeführt worden sind von Mother Miranda, haben ihn dazu gebracht, dass er halt so eine Art Metallbändiger ist. Und deswegen hat er einfach massenweise Schrott an sich gesammelt und kontrolliert halt diesen Schrott, um halt so zu sein, wie er gerade ist. So, jetzt ist er auch auf 9000 HP. Jetzt warte ich, bis er die ganze Animation durch hat. Genau, jetzt passiert einfach nichts. Ich kann ein bisschen näher ran. So, das war Phase 1 von dem Boss. Phase 2 wird sein, ich werde aus meinem Panzer rausgeschmissen und muss ihn quasi zu Fuß fertig machen. Das Ding ist halt, das kann man halt sehr kompliziert machen, die ganzen Angriffen ausweichen. Wir machen das sehr, sehr einfach. Und zwar, wir drücken Shift-W, bis wir direkt an ihm dran sind. Und danach schießen wir mit der Shotgun auf ihn. Und dadurch canceln wir alle Angriffe von ihm und machen gleichzeitig halt sehr viel Schaden. Gleichzeitig halte ich nochmal S oder halt die nach hinten Lauftaste und spamme W. Dadurch erhöht sich meine Feuerrate so ein klitzekleines bisschen und das macht den Boss halt ein bisschen schneller. So, das Ding ist halt, so wie es aussieht, hatte ich wirklich nicht allzu viel Munition. Das könnte sogar reichen. Ja, super, nice. War natürlich so geplant, natürlich. So, ich lade alles nach. So. Und das war auch Heisenberg. Jetzt gibt es nochmal so eine super epische Todesanimation. Die muss man halt abwarten. So, in der Zwischenzeit, ich habe ja erwähnt, dass Chris den ganzen Panzer gebaut hat. So, Chris' eigentliche Mission war es halt eigentlich, diesen Pilz, der überall am Rumwuchern ist, herauszufinden, von wem das kommt, beziehungsweise wer das halt hergestellt hat. Das Ding ist halt, er ist halt auf dieser Mission seit Resident Evil 7 und hat herausgefunden, dass Mother Miranda so ein Labor hat, wo halt, dieser gesamte Pilz herkommt. Und er möchte halt quasi ähnlich wie Ethan Mother Miranda infiltrieren, beziehungsweise halt ihr Labor in die Luft jagen. Und er hat dann halt Ethan so ein bisschen verfolgt, geschaut, wie er die ganzen Sachen angeht und hat dann halt einen Panzer hergestellt, damit er eigentlich Heisenberg fightet, aber dann hat Ethan gesagt, nee, mach ich. Und Chris so, ja, okay. So, in dieser Cutscene, die ich jetzt überspringe, taucht Mother Miranda auf. Mother Miranda killt Ethan, oder offiziell killt Ethan, reißt ihm das Herz raus. Und jetzt wechseln wir in die Perspektive von Chris. Chris hat 5000 HP und ist mega tanky damit. So, wir, wie auch schon vorhin erwähnt, müssen halt das Hauptlabor von Mother Miranda finden und es halt zerstören. So, das Hauptlabor ist fast gut getarnt. Ich zeige gleich, wie es aussieht. Da ist es auch schon. So, dort müssen wir hin. Und um dort diesen Platz zu erreichen, laufen wir halt an den ganzen Lichens vorbei, die hier nach und nach spawnen. Fun Fact, also diese ganzen Lichens, die halt überall am rumlaufen sind, das sind tatsächlich diese ganzen Dorfbewohner, die dann halt, an denen halt auch Menschenexperimente durchgeführt worden sind. Die zu retten, das ist halt nicht mehr möglich. Hier buffe ich mehrmals, damit ich von dem Erdbeben halt nicht so betroffen bin. Das spart dann halt eine Sekunde oder sowas. Bei diesem Erdbeben ist es halt nicht möglich. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zu diesem Labor. Sind das dann Wurzel gespawnt ist, das sehe ich zum ersten Mal. Das ist nice. Ich weiß nicht, ob es mich angreifen wird oder nicht. Scheinbar nicht, okay.
So, gleich werde ich nochmal die FPS auf 30 reduzieren und mich an allen möglichen Lycans vorbeiquatschen. Erstmal schmeiße ich eine Flashbang hier rüber, betäube die ganzen Mobs hier, schmeiße eine Granate hier, schmeiße noch eine Granate hier, schmeiße eine Flashbang und damit sind auch alle betäubt und ich kann einfach problemlos durchlaufen. Schalte wieder zurück auf 120 und das war es auch damit. So, jetzt haben wir halt einen Laserpointer und damit werden wir halt einen Orbital Strike rufen, der dann halt diese ganzen Ranken zerstört. So, das müssen wir dreimal machen. Nummer 1 ist ziemlich einfach. Nummer 2, da werden jetzt halt ein paar Lycans spawnen. So, den darf ich nicht umbringen, einfach nur, wenn ich den kille, dann spawnen gefühlt so 300 nach und die zu fighten, das ist nicht in meinem Interesse. So, das ist jetzt Nummer 2. Ich hoffe mal, dass ein Lycan mich nicht abschießt. Nice. Also, das war Nummer 2 und Nummer 3 wird dann halt ein bisschen trickier. Ich stelle mich jetzt hier hin, warte bis so zwei Super Lycans spawnen, schmeiß eine Granate hoch, stagger alle. Dann werden die mich erst sehr verspätet angreifen oder halt erst runterlaufen. Hebe ein bisschen Munition auf für später und jetzt mache ich folgendes. Ich schaue mal, gut, also ich kann ab und zu mal ein Like and Spawn, warum auch immer, aber in diesem Fall ist es halt nicht so. Ich stunne alle mit der Flashbang und stelle mich direkt in den Orbital Strike und Chris überlebt es einfach. So, jetzt werden wir zu Eurastrea gelangen. Das ist dann halt der Hauptwächter von Mother Miranda's Labor und er ist halt ziemlich tanky. Und das ist auch ein Boss, dessen Attack-Muster nicht ganz eindeutig sind. Und ich muss mich dann halt an jede Situation oder beziehungsweise an jeden Angriff mich anpassen. So. Dieser Teil, der ist immer eindeutig. Und jetzt wird es halt random. Jetzt muss ich halt jedes Attack-Pattern mir anschauen und dann halt entsprechend reagieren. Seine Schwachstelle ist dann halt auf dem Rücken. Und genau, ich versuche dann einfach mein Movement so anzupassen, dass ich halt jedem Angriff ausweiche und auch noch genügend Zeit habe, um auf seinen Rücken zu schießen. Okay, also, wir haben den auf 66,6% HP gebracht, das ist ziemlich, ziemlich gut. So, jetzt ist er gestunt, jetzt schieße ich zwei Magazine auf ihn drauf und dann fängt das Ganze von vorne an. So, ab und zu mal, greift er mich einen Ticken schneller an als erwartet und dann versuche ich das Ganze zu blocken, damit ich nicht gestunt bin und dann auf dem Boden liege. Etwas unlucky, aber das passt schon. Jetzt hoffe ich einfach nur damit, dass er nicht in die Luft sprengt, weil das wäre absolut RIP. Aber das hat jetzt ganz gut geklappt. Sehr nice. So, weil ich ein bisschen knapp bei Kasse bin, schieße ich ein paar Mal drauf, hebe seinen Schatz auf und mache dann auch weiter. So. Das Inventory von, oder die ganzen Schätze, die ich dann halt aufhebe mit Chris, die werden auch für Ethan übernommen. Deswegen kann ich das auch gleich bei Duke verkaufen. So, storytechnisch, Chris hat jetzt dieses Labor gefunden und alle stellen heraus, dieser ganze Pilz, der in Resident Evil 7 allen Probleme bereitet hat, das kommt halt aus dem Labor von Mother Miranda. Und jetzt heißt es, man muss das Ganze
naja, beseitigen. Also haben wir so einen kleinen Peilsender gegen das Ding hier geworfen und das wird eine Atombombe auf das Labor werfen und damit halt auch das gesamte Gebiet hier in die Luft jagen, sodass halt wirklich alles richtig beseitigt ist. So, auf jeden Fall, er schaut sich nochmal das Labor genau an, schaut sich dann mal an, was eigentlich gemacht worden ist. Man kann hier extrem viel nachlesen. Beispielsweise wird man auch hier lesen, dass Spencer Oswald, also der eine der Gründerväter von Umbrella, auch dieses Dorf besucht hat. Aber auf jeden Fall, Chris hat dann Mia gefunden, die richtige Mia, hat sie gerettet. Und jetzt kommen wir so zu dem Punkt, wo es halt ein bisschen ridiculous ist. So, Ethan hat wirklich extrem viel Plot-Armor und obwohl er halt kein Herz hat, hat er einfach alles überlebt. Er wird nämlich jetzt mit dem finalen Boss von Resident Evil 7 in dieser Halluzination oder was auch immer das ist, reden und Evelyn, also so heißt der Boss, wird ihm erklären, dass er eigentlich in Resident Evil 7 schon gestorben ist, aber so pilzverseucht ist und deswegen hat er auch alle Ereignisse überlebt, deswegen kann er sich mit diesem Wunderwasser heilen und das hat Ethan scheinbar so schockiert, dass er einfach in Dukes Wagen aufwacht. Und Duke hat netterweise ihn schon zu Mother Miranda gebracht. Wir verkaufen jetzt wirklich alles, bis auf das Nötigste. Das da. Und Wolfbane. So, Shotgun, Wolfbane, genau. So, ich grade jetzt nochmal die Shotgun, die Sniper Rifle komplett ab. Ups. So, jetzt kaufe ich nochmal etwas Munition nach, etwas Heilung und genau, das war's auch. Ich vergewisse mich nur, dass auch alles da ist. Ja, also, wir sind bei Mother Miranda, dem Final Boss Fight von Resident Evil 8. Jetzt stelle ich nochmal ein paar Bomben her. So, das Ding ist halt, Mother Mirandas Ziel ist eigentlich die Reanimation von ihrer eigenen Tochter, die sie während der spanischen Seuche, ich glaube, das war Anfang der 1900er Jahre, verloren hat. Und seitdem hat sie halt die ganze Zeit an Menschen experimentiert, um diese, nicht nur diese Reanimation zu testen, sondern auch noch diese Regenerationsfähigkeiten. So. Und deswegen ist Mother Miranda, ich glaube, 150 Jahre alt oder so etwas in diesem Spiel und hat es tatsächlich geschafft, Rose vollständig zu reanimieren. Mit einem kleinen Haken und das wird dann halt in dem DLC nochmal erklärt. So, aber auf jeden Fall, das ist dann Mother Miranda. Der Boss ist dann halt auch relativ präzise. Ich werde dann halt versuchen, Angriffe von ihr zu baiten und währenddessen sie mit der Sniper Rifle zu snipen. Die Sniper Rifle schießt einen Ticken schneller, wenn ich halt rein und raus zoome. Ups, das war die falsche. Ich habe nämlich. Okay, das muss ich neu starten, einfach nur weil ich vergessen habe, für den Granatenwerfer die Munition zu wechseln. Das mache ich jetzt. So, jetzt noch ein Versuch. Das ist Mother Miranda, der Final Boss Fight. Und ich muss einfach nur aufpassen, dass ich halt nicht ihre Flügel treffe, weil dann mache ich nur knapp 100 Schaden anstatt 480. Und das ist dann halt nochmal ein riesiger Unterschied. So, sie hat halt mehrere Stages. Wo sie halt spinnenartig dann hin und her läuft. So, mit der Flashbang setze ich auch die KI kurzzeitig außer Gefecht. Das funktioniert nur auf der down-gepatchten Variante. Dadurch ist halt dieser Bossfight sehr viel einfacher.
Also, dass ich mit deinen HP hin und her laufe, das macht in diesem Fall nichts aus. So, ich schieße Mother Miranda und diesen Feuerball ab. Ich erkläre gleich, was ich mache. Drei. Nice, also. Das war auch ein sogenannter One-Cycle auf Mother Miranda. Ich habe die Bomben so platziert, dass sie halt in dieser Schwarz-Weiß-Gestalte, wie auch immer, weiter da bleibt, weil dadurch ist das Attack-Muster sehr eindeutig bzw. leicht vorherzusehen. So. Ich habe kurz gedacht, dass ich gestorben bin, aber nice. So, auf jeden Fall, das ist mehr oder weniger so ein Autoscroller. Ich schieße einfach so lange auf Mother Miranda, bis sie jetzt stirbt und hoffe, dass sie mich nicht mehrmals angreift. Und das war's. Time. Das war der gesamte Speedrun. Mother Miranda ist jetzt gestorben. Ey. Also, Mother Miranda ist gestorben. Chris hatte was abbekommen. Ethan hat was abbekommen. Hat Rose gerettet. Hat Rose Chris übergeben, weil er das Gefühl hat, dass er sterben wird, obwohl er es eigentlich nicht macht, aber okay. Auf jeden Fall, Ethan hat so einen Heldentod, indem er einfach bei diesem Labor bleibt und die Nuke selber zündet. So. Chris kann ihn halt nicht überreden, mitzukommen, also übergibt er ihm einfach den Timer, haut ab und nice. Und haut mit Rose ab. So, in der After-Credit-Scene hat man dann auch noch Rose gesehen und das war so eine Art Teaser für das DLC. Und genau, das war Resident Evil 8 auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Gut, an der Stelle auch nochmal Dankeschön fürs Einschalten und auch ZFM, dass ich hier sein durfte. Genau. Erstmal, das war ein Top One. Dankeschön. Welchen One hast du sonst noch gelernt? Für das Event habe ich ein Okay. Jetzt aber, oder? Jetzt hat man mich. Ja. Nice. Also, ich habe nochmal kurz vor dem Event Doom Eternal abgesagt, quasi. Ansonsten wäre Doom Eternal nochmal. Und für das nächste Mal kann ich mir gut vorstellen, dass ich Doom Eternal und oder 2016 nochmal submitten werde. Ja, eine gute Wahl. Und. Warte mal kurz. Ich komme besser aufgeregt hier. Ich habe gesehen bei dir, du machst Resident Evil 5. Ja, also ich speedrunne Resident Evil 5, aber im Koop mit Audio Ignis, das ist halt mein Koop-Partner. Ja. Wir laufen das Spiel auf New Game Plus auf allen möglichen Schwierigkeitsgraden durch. Ja, und was ist der Unterschied zwischen Resident Evil Village und 5? Also zum einen ist Resident Evil 8 halt in Ego-Perspektive und halt ein ganz anderes Spiel. Resident Evil 5, das ist halt ein Spiel, wo man halt Trevor als eine KI mithaben kann oder diese KI kann dann halt ersetzt werden durch einen echten Spieler und dadurch ist das Spiel nochmal ganz anders vom Gefühl und das ist halt ein Third-Person-Shooter und die Story ist dann halt auch logischerweise ganz anders und auch etwas simpler aufgebaut. Ja, und wie kommt man auf die Idee, Village auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu runnen, glitchless? Das ist eine sehr gute Frage, die stelle ich mir auch jedes Mal, wenn ich halt dasselbe speedrunne, insbesondere wenn ich dann halt bei Moreau angekommen bin. Um es kurz zu fassen, ich weiß es selber nicht, aber es macht irgendwie Spaß, besonders halt die Bosse sind cool, mit Ausnahme von Moreau. Ja, ich muss sagen, ich habe das ja auch gespielt, casual. Ich hatte solche Probleme bei den Bossen und bei dir sieht das so einfach aus. Ja, also das Ding ist halt, es kann halt etwas einfach aussehen, aber dahinter steckt halt sehr, sehr viel Training. Also ich habe dann halt bei jedem Boss halt mindestens 30, 40 Stunden investiert, um ihn halt zu lernen. Auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden verhalten sich die Bosse auch ganz anders. Also zum einen sind die halt langsamer, haben weniger HP, die Waffen machen mehr Schaden und dadurch eröffnen sich halt andere Strats. Ja, und
Schwer ist deine Lieblingskategorie oder eine andere? Wie bitte? Ob schwer deine Lieblingskategorie ist. Also Village of Shadows ist meine Lieblingskategorie. Es gibt dann halt nochmal die Kategorie mit Intro, mit dem Siege. Das würde ich dann halt als nächstes angehen, sobald ich halt einen guten PB habe bei der No-Intro-Section. Ja. Gut. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nee, eigentlich nicht. Okay. Ja, dann können wir... Ja, dann verabschieden wir uns. Tschüss!